Hey Leute, sehr gut, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt, denn ich werde mit euch eines meiner Geheimnisse teilen, wie ich Japanisch gelernt habe. Da das letzte Video so gut ankam und ich einige Fragen nochmal zum Thema Sprachtandem bekommen habe, habe ich gedacht, ich widme dem ganzen Thema nochmal ein extra Video, da ich eigentlich auch schon geplant hatte, im letzten Video viel mehr Infos zu diesem Thema reinzupacken. Vieles davon habe ich am Ende rausgeschnitten, weil das Video sonst viel zu lang gewesen wäre und deswegen reden wir heute nochmal über Sprachtandem. Hier nochmal eine kleine Einführung für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben. Was ist Sprachtandem eigentlich? Sprachtandem ist das Treffen mit einem Muttersprachler der Sprache, die ich lernen möchte, und der andere möchte meine Muttersprache lernen. In unserem Fall, beziehungsweise spezifisch in meinem Fall, heißt das, ich treffe mich mit einem Japaner oder einer Japanerin und wir lernen zusammen Deutsch und Japanisch. Wichtig ist dabei, dass man das Ganze halbwegs regelmäßig macht. Es muss jetzt nicht unbedingt immer jede Woche ein fester Termin sein, aber man sollte so eine gewisse Regelmäßigkeit einfach beibehalten. Ich versuche es meistens so mindestens einmal im Monat zu machen, aber man kann das eben auch immer mit seinem Gegenüber ganz flexibel gestalten, wie es eben für beide auch zeitlich passt. Darüber hinaus kann man Sprachtandem auch so gestalten, dass man eine dritte Sprache involviert. Also ihr könnt zum Beispiel euch auf Englisch unterhalten, wenn sowohl ihr als auch euer Partner nicht so gut die jeweilige andere Sprache können. Wenn zum Beispiel sowohl ihr als auch der Japaner, mit dem ihr lernen wollt, ganz am Anfang stehen mit euren Deutsch- oder Japanischkenntnissen, dann könnt ihr euch anfangs auf Englisch unterhalten. Ich persönlich würde aber immer empfehlen, so schnell wie möglich entweder in Deutsch oder Japanisch überzuwechseln, da das eben eigentlich das Ziel von beiden ist, die jeweilige Sprache besser zu lernen. Das klingt ja an sich alles schön und gut, aber wie findet man eigentlich einen Tandempartner und vor allen Dingen, wie findet man den richtigen Tandempartner? Zunächst gibt es natürlich verschiedene Apps, über die man Tandempartner suchen kann. Zum Beispiel heißt eine App Tandem. Das ist ziemlich offensichtlich, wofür sie gedacht ist. Dann gibt es aber auch noch etablierte Apps wie zum Beispiel HelloTalk. Die habe ich selber am Anfang recht viel benutzt. Da konnte man früher auf jeden Fall auch Leute extra in der Umgebung suchen, falls man jetzt zum Beispiel einen Tandempartner vor Ort haben möchte und nicht online. Ich denke mal, diese Funktion wird es immer noch geben. Ich habe die App aber sehr lange nicht mehr benutzt, sage ich dazu. Ein weiterer guter Ansatzpunkt sind Facebook-Gruppen. Es gibt sehr, sehr viele Facebook-Gruppen für deutsch-japanisches Tandem. Da müsst ihr einfach mal nachsuchen. Bei Facebook-Gruppen lohnt es sich auch immer mal zu suchen, ob es vielleicht eine Gruppe direkt für eure Stadt oder die nächstgrößere Stadt in eurer Nähe gibt. Dann könnt ihr einfach mal suchen Deutsch-Japanisch-Tandem und dann der Name der Stadt. Da hat man meistens Glück, dass es schon irgendjemanden gibt, der sich dafür interessiert, der so ein paar Leute schon zusammengetrommelt hat. Und da kann man sich dann meistens einfach einklinken. Da könnt ihr dann entweder meistens einfach direkt einen Beitrag reinschreiben, dass ihr jemanden sucht, der euch hilft oder mit dem ihr zusammen lernen wollt. Oder ganz oft organisieren solche Gruppen auch Stammtische. Stammtische werden aber oft auch von japanisch-deutschen Gesellschaften bzw. deutsch-japanischen Gesellschaften organisiert, je nachdem, ob ihr in Japan oder Deutschland lebt. Das heißt, selbst wenn ihr nicht unbedingt bei Facebook seid oder auch keine App benutzen möchtet, dann könnt ihr einfach mal euch über eine deutsch-japanische Gesellschaft informieren, ob es das in eurer Nähe gibt und ob die einen Stammtisch oder verschiedene andere Aktivitäten anbieten. Und so kommt ihr erstmal in einen ersten Kontakt mit Japanern und könnt Ausschau halten nach einem passenden Tandempartner. Den richtigen Tandempartner zu finden, das ist nicht immer so einfach und eine kleine Kunst für sich. Vorneweg müsst ihr einfach mal darüber nachdenken, ihr werdet euch nicht mit jedem Japaner, den ihr kennenlernt, per se verstehen. Ihr versteht euch ja auch nicht mit jedem Deutschen ganz normal gesehen. Das heißt, es gibt auch bei Japanern Leute, die werden euch sympathischer sein und Leute, mit denen funktioniert das nicht ganz so. Und bei Tandem ist es immer wichtig, dass man so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist und einfach ja so das Gefühl hat, dass die Atmosphäre zwischen den beiden eben funktioniert, damit man auch Fragen offen stellen kann, damit man auch keine Scheu haben muss, die Sprache zu sprechen, also die jeweilige Fremdsprache. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ihr mal einen Tandempartner habt, mit dem es nicht ganz so gut funktioniert. Oft wird es dem anderen ähnlich gehen und dann verflüchtigt sich das meistens so ein bisschen von selbst. Das ist auch vollkommen legitim, wenn das mal nicht funktioniert. Ihr müsst da auch nicht versuchen, irgendwas zu erzwingen. Es gibt eigentlich recht viele Leute, die Interesse daran haben, Tandem zu machen. Deswegen seid ihr auch nicht unbedingt an eine Person gebunden oder so. Ich selbst hatte über die Jahre schon recht viele Tandempartner.
Ich weiß nicht genau, wie viele. Das liegt einerseits daran, dass man selbst natürlich in Deutschland gelebt hat, dann in Japan gelebt hat, jetzt wieder in Deutschland lebt, dass oft meine Tandempartner Studenten waren und wo ich hier in Deutschland war, auch oft Austauschstudenten. Das heißt, die sind nach einer bestimmten Zeit auch wieder in Japan. Und dadurch ist es halt so, dass man recht viele verschiedene Leute kennenlernt, mit denen man zusammen Sprachtandem macht. Und meistens ist das auch vollkommen in Ordnung und da ist keine weitere Verbindlichkeit dran, wenn man sich einmal mit jemandem trifft und auch wenn man sich regelmäßiger trifft, ist es nicht so, dass irgendjemand von euch erwartet, dass das für immer diese eine Person ist, mit der ihr Tandem macht. Wenn man jetzt einen Tandempartner gefunden hat, ist die nächste große Frage, wo trifft man sich am besten? No-Go an der Stelle ist, sich direkt versuchen, irgendwie zu Hause zu treffen. Das ist einfach für eine der beiden Parteien immer irgendwie eine unangenehme Situation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Habe ich so noch nie erlebt, aber wird auch eigentlich meistens nie vorgeschlagen. Deswegen empfehle ich immer als neutralen Ort entweder ein Café oder eine Bibliothek oder irgendwo eben, wo man zwar eine angenehme Lernatmosphäre hat, aber eben ja, ein öffentlicher Raum ist. Mit der Zeit ist es natürlich auch möglich, wenn man sich dann gut versteht, dass man außerhalb vom normalen Lernen auch mal ein paar andere Aktivitäten zusammen macht. Vielleicht geht man zusammen zu einem Event oder man überlegt sich zusammen zu kochen. Das habe ich mit sehr vielen Tandempartnern gemacht. Dann ist es natürlich praktisch, wenn man sich zu Hause trifft zum Kochen. Das ist meistens dann auch selbstverständlich. Sowas funktioniert dann auch, aber das ist meistens besser, wenn man sich dann etwas mehr kennt und für den Anfang empfehle ich immer, einen neutralen Bereich auszusuchen, einen neutralen Ort, das wollte ich sagen. Was ich gemerkt habe, was sich in Deutschland gut anbietet, ist, sich in Cafés zu treffen, die wundervoll tollen Kuchen haben. Die meisten Japaner stehen total auf Kuchen. Jetzt sitzt ihr also da in einem Café und die große Frage ist, worüber redet man? Man kann Sprachtandem auf unterschiedliche Art und Weise durchführen. Also es gibt Leute, die mögen es lieber, wenn man sich einfach nur trifft, um sich zu unterhalten. Die haben keine speziellen Fragen. Ich sag mal sprachlich gesehen, vielleicht kulturell, aber eigentlich wollen sie einfach nur mal die andere Sprache benutzen. Es gibt aber auch Leute, die an die ganze Sache so rangehen, dass sie wirklich Fragen haben, die sie geklärt haben wollen und das Gefühl haben, dass sie hinterher rausgehen und das Ganze war produktiv. Und es gibt Leute, die erwarten, dass der andere einem die Sprachen komplett beibringt. Letzteres wird niemals der Fall sein. Ihr könnt nicht mit Sprachtandem eine ganze Sprache lernen. Ihr müsst da natürlich selber auch aktiv werden. Die anderen beiden Szenarien und ein Mix daraus sind natürlich immer möglich. Ich empfehle es gerade für den Anfang, sich lieber vorzubereiten, als dann da zu sitzen und irgendwie zu versuchen, die peinliche Stille wegzukriegen. Ihr werdet vor dem ersten Treffen nie wissen, wie gewillt ist der andere, eure Sprache zu sprechen. Deswegen stelle ich mich immer darauf ein, dass ich wahrscheinlich recht viel Japanisch sprechen werde und meistens auch möchte. Aber darüber hinaus bietet es sich natürlich auch an, Fragen vorzubereiten. Das heißt, wenn ihr irgendwas lernt und einen Satz nicht versteht oder eine bestimmte Grammatik einfach nicht auseinandergepflückt bekommt, dann empfiehlt es sich, das irgendwo zentral aufzuschreiben. Ich zum Beispiel habe einerseits eine Notiz in meinem Handy und aber auch oft irgendwo in einem Notizbuch eine Sammlung an Fragen, die ich mir für Sprachtandem aufhebe, wo ich denke, dass meine Partnerin mir die erklären kann. Das Gute daran ist, wenn ihr das wirklich irgendwo gebündelt sammelt, wisst ihr immer, wo es ist und könnt halt im Tandem auch direkt darauf zurückgreifen und müsst nicht erst vorher nochmal überlegen, was waren jetzt eigentlich so die Fragen, die ich in letzter Zeit hatte, sondern ihr habt es direkt parat. Was sich auch anbietet als Gesprächsthema, ist natürlich die jeweils andere Kultur. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen in Bezug auf die japanische Kultur oder im Umgang mit Japanern habt, dann ist Sprachtandem eigentlich ein ganz guter Kontext, um diese Fragen mal ein bisschen zu klären und da vorsichtig, aber trotzdem eigentlich ziemlich direkt nachzufragen. Ich hatte da bisher immer keine Probleme mit, dass ich da recht offene Antworten bekommen habe. Für das allererste Sprachtandem bietet es sich natürlich auch an, so ein bisschen zu erforschen, wer ist der andere eigentlich so und warum lernt er Deutsch? Das ist einerseits ein guter Einstieg in das Gespräch und ihr habt nicht direkt am Anfang eine peinliche Stille, sag ich mal.
Außerdem erfahrt ihr aber auch, warum will der andere überhaupt diese Sprache lernen und kann vielleicht besser verstehen, was so seine Motivation ist und wie er an die ganze Sache herangeht, und das kann dem Tandem natürlich auch helfen. Eine weitere Sache, die sich für Sprachtandem auch ganz gut anbietet, ist es, Texte zu schreiben, die man entweder im Tandem oder besser noch im Vorhinein dem anderen zukommen lässt und das dann korrigiert bekommt. Das habe ich im letzten Video schon erklärt, was so meine persönliche Motivation dahinter ist, das auch zu machen. Deswegen weite ich das hier jetzt nicht nochmal aus. Wie sich das Tandem im Laufe der Zeit dann wirklich gestaltet, das kommt natürlich immer ein bisschen auf euch selbst und aber auch auf euren Tandempartner drauf an. Also das kann man vornherein auch nicht so festlegen. Die Dynamik entwickelt sich dann immer so. Ihr habt dann natürlich freie Auswahl, auch Wünsche zu äußern, aber es ist nie garantiert, dass das Ganze immer so bleibt, wie es ist oder irgendeinem bestimmten Muster folgt. Eine Sache, auf die ich hier hinweisen möchte, ist, dass ihr immer darauf achten solltet, dass euer Sprachtandem eine gewisse Balance beinhaltet. Das heißt, ihr müsst das Gefühl haben, dass beide Seiten gleich viel vom Sprachtandem haben. Das heißt, wenn ihr euch trefft und die ganze Zeit Japanisch redet, kann es sein, dass euer Tandempartner das Gefühl hat, dass ihm das Ganze nicht so viel bringt. Dann bietet es sich aus meiner Erfahrung immer ganz gut an, über die deutsche Kultur auf Japanisch zu reden. Ich habe oft den Fall, dass wenn ich mich mit Japanern treffe, sie entweder noch nicht ganz gut Deutsch reden oder sie sich noch nicht so richtig trauen, ihr Deutsch zu benutzen. Und oft haben sie aber viele kulturelle Fragen. Und wenn man dann über diese kulturellen Fragen in Japanisch redet, dann habt ihr was davon, weil ihr Japanisch redet. Und euer Gegenüber hat etwas davon, weil er diese ganzen kulturellen Sachen dann besser versteht. Fun Fact, ich glaube, ich hatte bisher nur eine einzige Tandempartner, die wirklich von Anfang an direkt sehr viel und sehr gutes Deutsch geredet hat. Generell gesehen solltet ihr natürlich einfach darauf achten, dass ihr ungefähr gleich viel Deutsch oder Japanisch sprecht oder die Themen eben dementsprechend auswählt. Wie gesagt, es müssen einfach beide das Gefühl haben, dass sie etwas von diesem Tandem haben und nicht nur einer hilft dem anderen, sondern man hilft sich gegenseitig. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema im Rahmen von Sprachtandem, das mir sehr, sehr wichtig ist, und zwar, was ist Sprachtandem nicht? Als allererstes ist Sprachtandem kein Unterricht. Das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Ihr werdet nicht super produktiv bei Sprachtandem sein und ihr solltet auch nicht erwarten, dass Sprachtandem unglaublich produktiv ist und euch super weit bringt in jedem einzelnen Treffen. Sprachtandem ist eher etwas, das euch so über die Zeit ein Sprachgefühl gibt und euch den Raum gibt, einfach mal offen Fragen zu stellen, die ihr manchmal im Unterricht oder eurem Lehrer gegenüber nicht unbedingt fragen wollt. Und dafür ist Sprachtandem eigentlich ziemlich gut. Aber eben nicht, um euren Unterricht oder euer Lernen allgemein zu ersetzen und eben super produktiv zu sein. Außerdem ist Sprachtandem nicht der Start für eine neue Freundschaft. Es kann sein, dass sich aus einem Tandempartner oder einem Sprachtandem eine gute Freundschaft entwickelt. Es muss aber nicht sein. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich mich mit Leuten wirklich nur zum Tandem getroffen habe und nichts weiter darüber hinaus. Das ist auch vollkommen legitim. Solange beide was davon haben, ist dem eben nichts einzuwenden, weil das ist Sprachtandem. Es kann aber natürlich sein, gerade wenn ihr auch zusammen zu unterschiedlichen oder anderen Events geht oder Veranstaltungen, wenn ihr mal zusammen kocht, und die Unterhaltung auch mal ein bisschen privater werden, dass es irgendwann in eine Freundschaft abdriftet. Und das ist auch okay. Aber erwartet nicht, weil ihr einen Sprachtandempartner habt, dass ihr jetzt mit dem so über die Zeit super gut befreundet werdet und dass das euer neuer japanischer Kumpel ist oder so. Mit der Erwartung sollte man nicht daran gehen. Und mit einer viel größeren Erwartung, mit der man auch nicht an Sprachtandem rangehen sollte, ist das Sprachtandem der Start für eine Beziehung oder für Dating ist. Ich habe das selber schon erfahren und ich kenne auch genug Japanerinnen, denen es ganz genauso geht. Und zwar hat man bei manchen Tandem-Interessierten das Gefühl, dass sie eigentlich eher an mir als Person als an der deutschen Sprache interessiert sind. Natürlich ist es wichtig, dass man sich versteht und dass man eine gewisse Sympathie hat. Aber wenn der andere mit der Erwartung an das Ganze rangeht, dass am Ende ein Date dabei rausspringt oder vielleicht sogar mehr, dann ist das Tandem-Treffen eher unbehaglich. Und meistens trifft man sich nicht so oft mit den Leuten wieder.
Es ist natürlich einfach, über Sprachtandem Leute kennenzulernen. Und wie gesagt, es können sich auch Freundschaften oder vielleicht sogar mehr daraus entwickeln. Aber ich kenne sehr viele Frauen, die explizit nur weibliche Tandempartner suchen, weil sie darauf einfach keine Lust mehr haben. Und das sowohl auf der deutschen Seite als auch auf der japanischen Seite. Und ich weiß nicht, ob es das unter den Männern auch gibt. Da habe ich zu wenig Erfahrungen. Ich vermute schon, dass es da auch gewisse Frauen gibt, die darauf abzielen. Aber bei meinen Tandempartnerinnen, die ich so kenne, ist es eben ganz oft der Fall, dass sie sehr froh sind, eine weibliche Tandempartnerin zu haben. Und mir geht es meistens sehr ähnlich. Und wenn im ersten Tandemtreffen schon direkt die Frage kommt, ob man denn einen Freund oder eine Freundin hat, dann wisst ihr wahrscheinlich, wo ihr dran geraten seid. Also, um das ganze Video positiv abzuschließen nochmal, ich glaube wirklich, dass Sprachtandem eines meiner Geheimnisse ist, warum mein Japanisch so gut ist, wie es ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es super unglaublich toll ist, aber eben das Level, was ich erreicht habe, da hat Sprachtandem einen maßgeblichen Beitrag zu geleistet, vor allen Dingen auch zu meiner Aussprache. Japanisch vom Muttersprachler lernen oder in Umgang mit Muttersprachler zu benutzen, ist einfach ein super großer Bonus. Und deswegen wollte ich dieses Geheimnis mit euch noch mal ein bisschen mehr teilen und euch ein bisschen Tipps und Hilfe und Hinweise und was auch immer geben, damit euer Sprachtandem auch gut wird. Falls ihr noch weitere Fragen zum Thema habt, ihr wisst, wo die Kommentare sind. Hier habt ihr noch zwei weitere Videos zum Thema Japanisch lernen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.